Heute kam in FIFA eine neue SBC zu einem Out-of-Position-Spieler raus, und zwar zu Ross Barkley. Hier hat man mal wieder die Wahl aus zwei verschiedenen Versionen. Fangen wir mal an mit dem rechten Flügel. Ganz allgemein spielt Barkley für Nizza in der Ligue 1, also der französischen Liga, und kommt dazu aus England. Er hat auf beiden Karten 4 Sterne Skills und 5 Sterne Weak Foot, was natürlich nicht schlecht ist, und die Arbeitsraten hoch gering. Diese rechte Flügelkarte ist ganz nice, weil er nicht nur RF, sondern auch RM und LF und LM spielen kann, also auf allen möglichen Flügelpositionen. Die Werte sehen leider nicht ganz so gut aus, er ist relativ schnell, dafür ist der Schuss nicht ganz so gut, die Passstats sehen ganz ordentlich aus, beim Dribbling ist er leider teilweise nicht ganz so gut und die Physis ist jetzt auch nicht die allerbeste, insgesamt gehen die Werte aber noch in Ordnung. Die andere Version ist Stürmer und kann auch Mittelstürmer spielen, hier sind die Positionen also nicht ganz so nice. Die Version ist langsamer und kann auch noch schlechter dribbeln, das sieht echt nicht so gut aus, dafür ist die Stürmerversion besser beim Schuss und auch ein bisschen besser bei der Physis. Einen entscheidenden Unterschied gibt es beim Accelerate-Type der beiden, die Stürmerversion ist von sich aus lengthy und eigentlich auch mit jedem Chemistry-Style, wir würden hier mit dem Hunter gehen. Die andere Version ist Controlled, kann aber zu lengthy werden mit dem Architect, deshalb ist der Nachteil hier auch nicht allzu groß. Was muss man hier abgeben? Für die SBC muss man ein 83er Team mit dem Inform, ein 84er Team und ein 85er Team abgeben. Laut Footbin kostet das Ganze ungefähr 120.000. Wie könnte man Barkley verlinken? Von Nizza gibt es leider nicht ganz so viele starke Karten, außer vielleicht noch Pepe und im Tor Schmeichel, überragend sind die aber echt nicht. Von England gibt es dafür ein paar nice Karten. Schauen wir mal noch nach Alternativen, auf dem Flügel gibt es aus England zum einen natürlich Sterling, aber auch Foden. Hier gibt es auf jeden Fall eine kleine Auswahl, aus der Ligue 1 zum Beispiel auch den genannten Pepe, der aber nicht ganz so gut ist, oder Terrier in verschiedenen Versionen. Die Stürmerversion kannst du aus England zum Beispiel mit Tony vergleichen, der hat eine ganz coole Rulebreaker-Karte, oder auch ein bisschen mit Kane, der ja aber deutlich langsamer ist, aber eben OP wegen Lengthy. Aus der Ligue 1 gibt es im Sturm natürlich Mbappé, der aber viel teurer ist, und ansonsten Benjeda, der ja auch immer sehr OP ist. Ansonsten haben wir hier aber auch noch die neue Karte von Touré oder David, der auch nicht verkehrt aussieht. Hier gibt es echt eine größere Auswahl. Sollte man die SBC also eher machen oder lassen? Wir sind jetzt ehrlich gesagt von der SBC nicht ganz so überzeugt. Klar, die Werte sind nicht schlecht, aber beide Versionen hauen uns jetzt auch nicht wirklich um. Der Stürmer ist vielleicht ein bisschen besser, wegen Lengthy, aber das auch nur auf der Next Gen. Dafür ist der nicht ganz so flexibel einsetzbar, ist langsamer und hat auch echt nicht gute Dribbling-Werte. Die andere Version sieht ein bisschen besser aus, jetzt aber auch nicht so super geeignet für einen Flügel. Die Linkbarkeit ist bei beiden Karten jetzt auch nicht so überragend und wirklich einzigartig sind die beiden Karten jetzt auch nicht. Wenn, dann würden wir eher noch zu dem RF tendieren, aber insgesamt bekommt die SBC eher von uns ein Lassen. Wie siehst du das? Schreib uns das gerne mal in die Kommentare. Lass jetzt noch ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video.